Die Frage stelle ich mir jeden Tag, warum vermisse ich dich so sehr? Wieso bist du von mir gegangen? Papa, ich habe dich so sehr geliebt, doch du bist einfach weggegangen. Ich vermisse dich jeden Tag habe ich diese Gedanken im Kopf. Ich vermisse dich so sehr, bitte komm doch einfach wieder zurück zu mir. Ich bin nicht stark genug hier, ohne dich zerbreche ich mich. Ich gehe kaputt, ohne dich bin ich niemand mehr. Ohne dich geh ich einfach immer wieder nur noch kaputt. Ohne dich habe ich meinen Abschluss. Ohne dich bin ich dann ganz allein ins Leben getreten. Wieso nur? Wieso hast du mich so allein gelassen? Wieso konntest du nicht einfach bei mir bleiben? Wieso musstest du unbedingt arbeiten gehen? Wärst du nicht arbeiten gegangen, wärst du heute noch am Leben. Wärst du heute nicht zur Arbeit gegangen, dann wärst du vielleicht noch da und wärst ein Vater für mich. Denn ich habe keine Erinnerung daran, wie es war, mit dir zu leben. Ich habe alles vergessen, außer diese Liebe. Denn ich weiß, dass du sie mir gegeben hast. Du warst nicht so wie meine Mutter, die mir keine Liebe, keine Wärme geben kann. Einfach so alleine stehe ich im Leben. Niemand hinter mir, der mir zuruft. Ich bin da für dich, ich gebe dir Halt. Nur die Freunde sind für mich da, sie stehen mir hinter mir und geben mir diesen Halt. Ohne sie würde ich komplett kaputt gehen. Ohne sie hätte ich nicht gesehen, wie das Leben ist. Ohne sie hätte ich nicht verstanden, wie es weitergeht. Ich bin für sie unendlich dankbar, dass ich sie habe und dass sie mir immer Halt geben. Ohne sie würde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr leben. Aber das wäre meiner Mutter ja sowieso egal. Sie war mir nie wichtig. Sie streitet ständig nur darum. Du hast keinen Abschluss, du wirst nie was, alles andere. Ich kann es nicht mehr hören, mein Leben ist zerbricht. Jeden Tag, sobald ich sie sehe, geht es wieder in die Brüche. Ich denke mir, wieso, wieso habe ich sie so sehr verdient? Mit was habe ich dieses letzte Leben, was ich hatte, bestimmt so sehr verschlechtert, dass ich jetzt so enden musste? So eine Mutter zu haben, ist schon eine Schande. Ich lasse immer meine Wut an mir selbst aus, aber sonst gebe ich mir immer die Faust. Ich weiß nicht, wie ich noch weitermache. Trotzdem stehe ich hier im Leben, mitten ohne dich. Nur mit meinen Freunden. Ganz alleine werde ich immer nie sein. Nur mit ihnen an meiner Seite. Aber ohne Eltern ist das Leben wohl die Hölle. Ohne sie habe ich keinen, den ich lieben kann. Ohne sie weiß ich nicht, wie die Liebe ist. Ich dachte, sie bringt sie bei. Ja. Eine Mutter hätte das ihrem Sohn beigebracht. Eine Mutter, die ihren Sohn verachtet, hasst und nicht mal lieben kann, bringt ihn das nicht bei. Sie vergiftet ihn. Deswegen nennt man sie dann auch die vergifteten Söhne.